Hallo, hier ist der Christian von Speedtest TV. Ich bin hier gerade beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und gleich gibt es eine richtige Besonderheit. Die Rennrunde, die ist über 13,6 Kilometer lang und ich darf gleich mit einem 350 PS starten Ford Focus RS die Paraderunde mitfahren. Und zwar hinter keinem geringeren als Bill Ford himself. Er fährt also direkt vor mir. Bin auch sehr gespannt, weil es ist halt eine Runde, eine Kombination aus permanenter Rennstrecke und Straßenkurs. Und diese Runde wird nur bei dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist das möglich, sonst nie. Also das heißt wirklich Once-in-Lifetime-Chance. Also ich bin schon richtig heiß drauf. Doch in der Paraderunde, da fahren natürlich auch noch einige Schätzchen mit. Und zwar der letzte Ford GT unter anderem. Das sind jetzt ein paar Inhaber, die extra dafür hergekommen sind. Einige, man sieht das Nummernschildern, stammen sogar aus den USA. Und diese Runde auf der Rennstrecke von Le Mans müsste sich natürlich niemand entgehen lassen. Ich mache jetzt einmal einen kleinen Schwenk. Richtig geil, diese Masse an Ford GT. Und ebenfalls mit dabei, und er führt die Runde an, der neue Ford GT. Schauen wir uns auch mal genauer an. Thank you.
durchführen von hier aus. Hm. Aber jetzt kommt die schnelle Runde. Ja, schade. Ja, aber klasse. Trotzdem einfach mal so einen Eindruck zu gewinnen. Ja, es ist eine geile Strecke. Ja, absolut. Da steht denn deine Startaufstellung schon? Das ist die nächste Serie, ne? Ja, vermute ich. Geile Ärsche von den ganzen Ford GT. Ja. Kann man in diesem Zusammenhang mal so sagen. Ne? Richtig, genau. Und ich muss sagen, es war eine richtig tolle Runde. Sie war jetzt nicht schnell, aber es war mal ein toller Eindruck, diese Strecke kennenlernen zu dürfen mit den Zuschauermassen. Es war eine besondere Atmosphäre und wie gesagt, es ist einmalig, dass man einfach diese Kombination aus permanenter Rennstrecke und Straßenkurs überhaupt fahren kann. Es geht nur bei den 24-Stunden-Runden von Le Mans. Top gemacht und vielen Dank an Ford natürlich.